Landwirtschaftliches, ein bisschen Streckenbau, ein bisschen Brückenbau, die Inbetriebnahme der Autobahn, das sind so im Wesentlichen die Themen der heutigen Folge. Herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Wer die letzte Folge gesehen hat, dürfte schon einigermaßen gut orientiert sein. Wir haben also jetzt die Landschaft, die Ortschaft Breitenried hinter uns gelassen und füllen mal den Bauabschnitt zwischen Breitenried und der nächsten Ortschaft. Gleichzeitig haben wir hier jetzt auch schon direkt sozusagen eine Verbindung hergestellt zu den ganz alten Bauabschnitten, also dort unten bei der Nautalbahn. Dort haben wir jetzt, sind wir jetzt mittlerweile praktisch angekommen mit dem Straßennetz. Und auch die Autobahn habe ich bis hierhin geführt. Ich glaube, das hat man auch in einer der ersten Folgen von der Dieselstrecke so ein bisschen was davon dürfte man gesehen haben. Jetzt werden hier noch ein paar Landstraßen zusammengefügt und ergänzt. Und der ganze Bauabschnitt eben mit den angesprochenen Themen gefüllt. So. Kleinere Umbaumaßnahmen nochmal. Die Strecke, die hier nach oben gerade abzweigt, die ihr gerade erkennen könnt, die wird stillgelegt. Also das werden tote Gleise werden. Eine stillgelegte Strecke. Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich da tatsächlich vielleicht nochmal eine Strecke hochlegen soll irgendwohin und die tatsächlich auch in Betrieb nehmen. Aber das wäre dann doch ein bisschen zu viel des Guten für diesen ganzen Abschnitt hier. Deswegen wird das Ding einfach stillgelegt. So, hier habe ich nochmal eine Brücke eingezogen, also beziehungsweise erstmal vorbereitet. Dann schließen wir die Straße hier wieder an. Werden weitläufig hier mit Landwirtschaft die ganze Geschichte gestalten. Felder und Weideflächen. So, dann bauen wir die Brücke noch zusammen hier. Mit der üblichen Methode. Viaduktbaumod geschnappt, passende Elemente rausgesucht. Und alles zusammengebaut. Beziehungsweise Brücke ist es ja nicht in dem Fall, sondern einfach nur eine simple Unterführung. So, dann großflächig aufpinseln hier. Ich habe es ja schon erwähnt, das ist einfach mega dankbar, diese ganze Texturgeschichte, dass man einfach die Felder großflächig aufpinseln kann. Das geht natürlich alles super schnell. So, auch hier nochmal eine Unterführung reingezogen. Bisschen umgebaut, die ganze Geschichte. Im Vergleich zur restlichen Dieselstrecke, also auf den ganzen bisherigen Gleiskilometern hatten wir überwiegend Bahnübergänge. Hier ist jetzt in großen Teilen mal wieder ein etwas erhöhter Bahndamm, deswegen an der Stelle alles mit Unterführungen ausgestattet. Und so entsteht hier nach und nach die Infrastruktur. Erst das grobe Straßennetz, oder besser gesagt zuallererst natürlich die Eisenbahnlinie, dann das Straßennetz und dann bis runter zu den kleinen Feld- und Wanderwegen. So, und in dem Stil habe ich dann noch ein bisschen weiter gepinselt und das Ganze alles schön großflächig hier angemalt. Dann wird wie üblich noch ein bisschen aufgeforstet hier mit dem Baumpinsel. Hier kommt nochmal eine kleine Ackerfläche dazu. Genauso wie hier drüben.
Und so wächst und gedeiht die ganze Geschichte nach und nach. Dann Weidefläche kommt noch dazu. Direkt an der Eisenbahnlinie. Das sollte uns ein paar nette Perspektiven spendieren, nachher bei den bewegten Bildern. Hier noch ein kleines, ein Unterstand, ein Stallgebäude. Bisschen Grünzeug dazu. Okay, wieder einen Schritt geschafft. Okay, dann geht's um die Autobahn. Ich hatte es ja schon angesprochen, wir wollen das Ganze ein bisschen lebendiger gestalten. Deswegen habe ich die Autobahn einfach bis zum Kartenrand hier hingezogen. Und was jetzt hier entsteht, ist einfach also sowas wie ein Schattenbahnhof. Nur eben für die Fahrzeuge, beziehungsweise eben für die Autobahn. Und was ich dann gemacht habe, ich hänge hier einfach Besuchermagneten dran. Mit hoher Kapazität, 50 Besucher pro Monat. Und das sind jeweils Arbeitsplätze und Einkaufsmöglichkeiten. Und das wird dazu führen, dass die Sims eben einfach die Autobahn benutzen und genau hier hinfahren. Also insgesamt 100 Arbeitsplätze, 100 Einkaufsmöglichkeiten. Und wie man sehen kann, das funktioniert einwandfrei. So zwingt man die Sims sozusagen, die Autobahn zu benutzen. Und hier sieht man schön, wie sie alle unterwegs sind. Was ich dann auch noch dazu bauen werde, ist eine LKW-Haltestelle, damit ich mir auch noch eine LKW-Linie anlegen kann. Und wenn man Bock hat, kann man das Ganze auch noch verschwinden lassen. Einfach zuwuchern lassen. Aber das ist ja, wie gesagt, das befindet sich ganz am Kartenrand und ist quasi ein Schattenbahnhof. Und hier schön zu sehen, wie das Ganze Fahrt aufnimmt. Also das funktioniert wirklich einwandfrei. Auch nochmal danke für die Idee, die irgendwann vor längerer Zeit schon mal in den Kommentaren kam. Und hier an der Stelle habe ich das jetzt mal umgesetzt. Dann bauen wir diese Brücke hier noch zusammen, die hier über die Autobahn drüber führt. Bisschen viaduktmäßig das Ganze so, zumindest was die Bauelemente angeht. Dann kommt hier noch ein Geländer oben drauf. Beidseitig natürlich. Schneepflugtafeln. Ich habe auch keinen blassen Schimmer, wann man welche Farbgebung verwendet. Also die gibt es ja in Weiß und gibt es in Gelb. Ich mische das halt irgendwie nach Gutdünken. Hab keine Ahnung, ob es da irgendeine Regelung gibt dazu. Wahrscheinlich schon. Die Kuhweiden werden gefüllt. Und hier machen wir noch ein bisschen Obstanbau. Apfelbäume. Und lassen da auch nochmal so eine kleine Szenerie entstehen. Zum Thema Apfelernte. Trecker aufgestellt, dann aus dem Kleingarten-Asset-Paket einfach hier so ein paar Leiter an die Bäume dran gelehnt. Dann hier ein paar Heinis aufgestellt, die hier gerade bei der Arbeit sind. Und dann gibt es ja diese ganzen Marktstandobjekte und da sind eben auch hier diese Kisten dabei. Und ich denke mal, das kann man schon als Äpfel durchwinken hier. Die waren schon fleißig bei der Arbeit, die Leute hier. So, zu guter Letzt hier nochmal einen kleinen Weidezaun reingezogen. Und dann bin ich schon ganz zufrieden mit der Geschichte. Schauen wir uns das Ganze im laufenden Betrieb an.
Was ich zwischenzeitlich auch noch getan habe, ist einerseits, man sieht ihn schon, die Museumslinie hat hier nochmal ein bisschen Zuwachs bekommen und da ist eben jetzt dieser Kollege auch mal unterwegs. Wurde sich auch mehrfach in den Kommentaren gewünscht. Der kommt, glaube ich, auch in 5 verschiedenen Varianten oder 6 verschiedenen Varianten. Die können wir nach und nach hier einfach alle mal über die Dieselstrecke jagen. Und des Weiteren habe ich noch eine LKW-Linie auf die Autobahn gesetzt, damit das einfach noch ein bisschen lebendiger wirkt. Und die Buslinie, die wir in der letzten Folge auch schon mal kurz gesehen haben, die habe ich auch noch ein Stückchen weiter verlängert, bis dort hinter zur nächsten Ortschaft. Man sieht eh schon da so ein bisschen was am Horizont, die Kirchtürme zum Beispiel. Also die Buslinie ist mittlerweile auch relativ lang geworden. Und dadurch haben wir hier durchaus einen ganz ansprechenden Straßenverkehr. Ja, schöne Geschichte. Den Zug werden wir natürlich auch noch des Öfteren in den Fokus nehmen. Und auch ansonsten hat sich wieder ein bisschen was verändert so im Schienenverkehr. Ich habe einfach die ganzen vorhandenen Züge nochmal so ein bisschen durcheinander gemischt. Die verschiedenen Varianten getauscht. Also viele der Züge, gerade bei den Triebfahrzeugen, kommen ja in zig verschiedenen Varianten. Deswegen kann man das eigentlich fast in jeder Aufnahme ein bisschen anders gestalten. Gerade die ÖBB-Geschichten, das ist super variantenreich. Ich weiß gar nicht, wie viele Varianten es allein von diesem Triebfahrzeug hier gibt, der hier gerade durch die Gegend fährt. Als Baureihe 642, glaube ich, hier gerade deklariert. Das ist, glaube ich, die DB-Leihgabe. Also die Variante heißt so. Aber das sind, ich weiß es gar nicht, kann es sein, dass es 30 verschiedene Versionen gibt, die in dem Paket mit drin sind? Ich weiß es nicht. Den RS1 habe ich mal als Doppeltraktion zusammengehängt. Und auch wieder eine andere Variante gewählt. Das ist eben jetzt hier die HZL. Und allein von der HZL-Version, glaube ich, gibt es auch wieder 4 verschiedene Varianten. Also das ist so dermaßen umfangreich geworden, die ganze Geschichte. Hier vis-à-vis von der Apfelernte auch nochmal so ein bisschen was zum Thema Bäume fällen. Forstwirtschaft. Und insgesamt eine wirklich schnucklige Geschichte, der ganze Bauabschnitt hier. Ja, also ich würde sagen, hier kann man es durchaus aushalten. Hier auch mal schön nochmal mit Blick auf das Nautal. Da ergeben sich halt jetzt auch so nach und nach nochmal ganz andere Perspektiven. Und wer genau hinschaut, das Vorsignal zeigt Langsamfahrt an. Und das habe ich tatsächlich auch genauso umgesetzt mit den Gleisgeschwindigkeiten. Also ab dem nächsten Hauptsignal gilt dann Tempo 40. Kann man schon so machen. Ein nettes kleines Detail. So, der ganze Bauabschnitt nochmal in Gänze. Hier mit dem Nautal im Hintergrund, das sind schon coole Perspektiven. Das müsste so Ramsfeld sein, da rechts hinten mit dem ganzen Weinbau. Und dann klemmen wir uns hier nochmal auf einen Zug, aufs Dach sozusagen. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal aus dieser Perspektive an. Wir verlassen gerade den nächsten, also die nächste Folge, den nächsten Bauabschnitt, den ich euch in der nächsten Folge zeigen werde, die nächste größere Ortschaft, also eben dann so der Übergang von der Zweigleisigkeit auf die Eingleisigkeit. Also insofern bahntechnisch ein bisschen bedeutsamer, die ganze Geschichte. Auch das wieder mit verschiedenen Themen kombiniert. Tote Gleise sind dort auch dabei, also ein stillgelegter Bereich des Bahnhofes. Und dort wird dann auch der Museumsbahnverein seine Heimat bekommen in Form von einem kleinen Lokschuppen und ein bisschen Rollmaterial. Wird auch eine schöne Geschichte, denke ich. Hier schön die Autobahn zu erkennen. Ja, das funktioniert. Einwandfrei. An der Apfelernte vorbei. Und was jetzt nicht in der Zeitraffer drin war, war halt dieser Bauernhof, den ihr gerade gesehen habt, ne? Aber ich glaube, das kann man verkraften. Schön mitten durch die Felder durch hier.
Blick auf, wie habe ich es genannt, Breitenried. Genau, Breitenried. Ja, da freue ich mich dann wirklich auf die erste vernünftige Mitfahrt, also wirklich über die volle Länge. Wir können ja wirklich in Karlsberg am Hauptbahnhof starten und dann bis hier rausfahren. Das wären, glaube ich, schon gute Perspektiven. So, wir haben Breitenried erreicht. Und lassen den mal weiterfahren. Also keine Sorge, das kommt natürlich alles noch in voller Länge. Und wahrscheinlich wird es auch mehr als eine Mitfahrt geben in diesem ganzen Bereich. Also ich habe es ja schon mal angesprochen, für die Museumsbahn habe ich da ein bisschen was geplant. Und ich glaube auch ansonsten gibt es noch andere Möglichkeiten, um das Ganze hier möglichst schön variantenreich einzufangen. Hier nochmal mit einem Bus unterwegs. Ich habe auch einfach die Kamera praktisch aufs Dach gepackt, damit man ein bisschen mehr sieht. Ist schon eine schnucklige Angelegenheit, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Also dieser Abschnitt mit der Autobahn und die Geschichte mit den Besuchermagneten, das war echt eine ganz hervorragende Idee. Und das werde ich natürlich auch noch mit anderen Autobahnabschnitten genauso machen. Hat sich bewährt, würde ich sagen. Na gut, dann fahren wir nochmal mit dem Bus hier ein paar Meter mit, ne, bis Breitenried runter. Kennt ihr ja bereits. Ist immer eine coole Möglichkeit, finde ich, einfach ein bisschen mehr Facetten einzufangen. Also einfach nochmal andere Perspektiven mit einzubauen. Einfach eine kurze Mitfahrt und hier mal kurz aufs Dach gesetzt. Dann sieht man auch einfach ein bisschen was von dem ganzen Gebastel hier. Ich denke mal, da werdet ihr auch nichts dagegen haben. So, am Lidl angekommen. Der kleine Bauernhof hier drüben. Ach, und hier diese, was ist es denn eigentlich, eine LKW-Werkstatt, habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, findet ihr im Workshop, ist auf jeden Fall in der Mod-Kollektion verlinkt. Das ist, glaube ich, einfach nur ein Depot, beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht, man kann es auch als Haltestelle benutzen. LKW-Haltestelle oder Personenhaltestelle, Bushaltestelle, kommt in verschiedenen Varianten und kann man halt genauso aufstellen wie zum Beispiel eine Tankstelle oder sowas. Hier irgendwie ganz nett mit reingepasst. So, hier haben wir nochmal die Wildcamper und neu konfigurierter Zug. In dem Fall, das ist jetzt glaube ich die Baureihe 294. Müsste auch Wendezugsteuerung haben. Und ist praktisch hier als alte Regionalbahn unterwegs. Nette Geschichte. Na, also der war ja bislang mit dieser DR-Lok unterwegs. Und das habe ich jetzt einfach mal getauscht. Passt auch ganz gut. So, Zugbegegnung auf freier Strecke. Hier auch schön zu sehen, ne? Auch diese Gebäude, diese kleinen Gebäude haben halt ein bisschen Kapazität, Arbeitsplätze in dem Fall. Damit auch dort ab und zu mal ein Auto entlang fährt.
Ach, und für die 40-Tonner habe ich auch noch nicht erwähnt. Da habe ich auch nochmal ein anderes Repaint im Workshop gefunden, also ein anderes Repaint-Paket. Oh, da ist übrigens gerade ein Bär über die Autobahn gelaufen. Das bringt halt auch nochmal mehr Variation in die ganze Geschichte. Also müsst ihr auch einfach in meiner Mod-Kollektion nachsehen. Da habe ich das natürlich auch direkt verlinkt. Und zu guter Letzt schauen wir uns auch die Autobahn nochmal aus der entsprechenden Perspektive an. Hier einfach mal hier aufs Dach von dem 40-Tonner draufgeklemmt, damit man hier auch ein bisschen mehr zu sehen bekommt. Auch ein nettes Thema zum Filmen oder generell für Mitfahrten. Mal auch über einen längeren Abschnitt oder eine ganze Folge lang einfach über die Autobahn bügeln. Ist, glaube ich, auch keine so schlechte Idee. So, Kopf einziehen. Ja, Möglichkeiten habe ich da wirklich jede Menge, wie ich die ganze Geschichte hier in Zukunft noch filmen kann. Na gut, den LKW lassen wir mal weiterfahren und klemmen uns hier nochmal für ein paar Kilometer an ein normales Fahrzeug dran. Fahren nochmal zurück. Dorthin, wo wir gerade hergekommen sind. Und biegen dann mal langsam Richtung nächsten Bauabschnitt ein, den ihr dann in der nächsten Folge zu sehen bekommt. Und zwar eine Ortschaft, die auch schon einen Namen bekommen hat, namens Sondbach. Und auch den namensgebenden Bach wird man dort zu sehen bekommen, der durch die Ortschaft fließt. Bisschen größer als die letzten Ortschaften, die ich so gebaut habe. Aber auch, also eher alles sehr, sehr idyllisch gehalten. Ihr seht das schon im Hintergrund, die beiden Kirchen, die dort stehen. Der Bahnhof ist so ein bisschen tiefer gelegt im Vergleich zum Rest der Ortschaft, also ein bisschen ins Tal reingebaut und die Ortschaft dann so den Hang links und rechts davon hochgebaut. Wird, glaube ich, auch eine ganz nette Geschichte werden. Hier kann man schon ein paar Blicke erhaschen auf die ganze Geschichte. Gut, dann kommen wir zum Schluss. Das soll es gewesen sein. Der nächste Bauabschnitt ist fertiggestellt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!